Ciao zusammen, ich bin Jörg und willkommen zurück zur EV Zug Saison. Aktuell sind wir auf dem zweiten Tabellenplatz. Wir wollen jedoch uns den ersten Platz heute sichern. Und für das braucht es natürlich Sieg. Und ich hoffe, in diesen zwei Matches heute werden das auch zwei Sieg werden. Auf eins will ich noch eingehen. Ich habe es beim letzten Video und als Kommentar hergeschrieben. Es hat aber niemand darauf reagiert direkt. Und zwar geht es ja um Trades. Ihr habt in der vorletzten Folge abgestimmt und von wir sollen Trades machen. Ich bin auch dafür, jedoch bin ich für realistische Trades. Nicht einfach überall die besten Spieler reinholen, das soll nicht so kommen. Wenn ihr jetzt einen Trade-Vorschlag habt, dann schreibt ihr unten in den Kommentar rein und aus denen werde ich dann ein paar Spieler raussuchen und dann wird es in der nächsten Episode eine Abstimmung geben, welcher Spieler wir uns sollen dann probieren zu holen, um unseren EVZ zu verstärken. Somit ist alles gesagt. Wir fangen jetzt direkt an mit der Action auf dem Eisfeld. Also ab geht's! In unserem ersten Match sind wir zu Gast bei den SCL Tigers und wir gewinnen das erste Bulli. Sehr schön. Und gibt es auch gerade den ersten Schuss? Ja, den gibt es aber. Der Goalie depariert das souverän. Ein schöner Check und jetzt der nächste Schuss und da haben wir gerade 1-0. Zweiter Schuss, erstes Goal. So ist das richtig formuliert. Yes! Viktor Stahlberg. Stahlberg wieder an der Scheibe und er macht den nächsten Treffer leider nicht. Oh, nächster Angriff da, sehr schön. Und jetzt noch der Pass und der Schuss. Nein, er pariert am Mann und Scheibe. Und jetzt ist sie aber verloren. Nein. Scheiße, jetzt läuft die Scheibe perfekt. Ich komme nicht rein. Ich komme nicht her. Und da haben wir den Ausgleich von den Tigers, weil ich wieder einmal richtig scheiße verteidigt habe. Jawohl, der ist schon frei und Schuss kommt direkt auf der Goalie. Zweites Drittel, erster Angriff von der Zuger und der erste Angriff wird verwertet zu einer erneuten Führung. Nein, wird er nicht verwertet. Scheiße, der Schiri gibt den Treffer nicht. Wieso gibt er denn nicht? Der ist doch perfekt gespielt. Der andere stört schon der Goalie. Jawohl, wir können einen Angriff starten und das in Unterzahl. Da kommt der Pass, da kommt der Schuss und jetzt haben wir den Treffer zum 2-1. Verdient die Führung wieder für den EV-Zug. Die SCL Tigers sind momentan wirklich nicht ein guter Gegner. Aber wir machen nicht die Chancen, die wir haben. Jetzt dann aber vielleicht wieder... Ist da einer? Jawohl, doch unter anderem wir schiessen. Nein, wir kommen nicht richtig zum Schuss. Nein. Schön, Goalie. Perfekt abgedreht. Und jetzt kommt der perfekte Pass, aber der Schuss war nichts. SCL Tigers machen richtig Druck und sie haben freie Bahn und... Auch der Abpraller gehört ihnen an. Sie sind jetzt besser als Team, aber wenn sie mal Führung kommen und gefährlich werden, dann ist die Scheibe von den Tigers einfach drin. Wir sind im letzten dritten Tigers, machen wieder einen Druck, aber unser Goalie saved uns hier zu Unentschieden. Knapp etwas um die 10 Minuten zum Spielen und wir müssen in Unterzahl spielen. Unser Goalie da, er ist am Parieren. Die Tigers spielen das einen gut und unser Goalie macht es auch einen gut. Letzte Minute, wir können angreifen. Wir können angreifen, bringt den Pass, jawohl, bringt den Schuss, aber nicht auf den Goalie, Marcini. Oh nein! Ich habe es in der Spüre, aber ich bin nicht richtig angekommen. Jetzt 35,9 Sekunden vor Schluss führen die SCL Tigers mit 3-2. Jetzt kommt gerade der Ausgleich, kommt! Nein! Hol die Schiebe, jawohl, wir haben sie noch drin, Und jetzt, nein! Komm, irgendwas wie. Ach. So, komm, wir müssen noch irgendeine Chance haben. Komm, mach sie rein. Nein, Abprall, komm, irgendwas wie rein. Yes, aber zählt's auch. Ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Wir haben den Goalie rausgenommen. Wir machen es 3-3. Irgendwas wie glücklich. Und mal schauen, ob es zählt. Ich weiß es nicht, ob der Schiri etwas angezeigt hat oder nicht. Es ist auch nur Ohren komisch. Grüße, Müsi vorne gesehen. Meine Einsicht dürfte der Treffer ja nicht zählen. Aber wir wissen es nicht. Wir werden es bald erfahren. Er hat zählt, der Treffer. Wir sind in der Overtime. Und wir können da das Goal verhindern von den Tigers. Nein. Ah, komm, ich will das Match gewinnen. Da kommt der Pass, da kommt der Schuss, aber direkt auf den Goalie wieder. Es wäre Zeit für ein Bulli-Goal. Bulli wird gewonnen, der Schuss kommt, aber er geht an die Latte. Keine Entscheidung nach der Verlängerung und somit sind wir jetzt im Shootout. Und natürlich mache ich den ersten Treffer nicht. Komm, Tobias Stefan, heb den. Schlumpf, du musst jetzt das machen, aber nicht so, wenn ich so scheiße spiele. Der Peter gegen den Stefan, komm Stefan, jawohl.
Dankeschön, Stefan. Ey, jetzt muss es doch einmal klappen. Yes, es klappt mit Treffen. Und jetzt, Tobias, Stefan, save das. Bitte save die Chance vom Erne. Mach das so nicht, er macht so nicht. Und wir gewinnen nach dem Penalty-Schuss. EV Zug gewinnt gegen die SL Tigers. Und somit gehen wir ab in den zweiten Match. Und in dem Match spielen wir daheim gegen Kloten, also ein Gegner, der um einiges stärker ist als Tigers zuvor. Hier haben wir unsere erste Chance und gerade der erste Treffer mit dem ersten Schuss. Was für Wegen, sie sind stärker als Tigers. Aktuell sind sie genauso schwach und sie kassieren das 1:0 durch den EV-Zug. Den Match will ich aber das mal vorher für uns entscheiden. Für das brauchen wir wieder einen starken Goalie, was aktuell der Fall ist. Ja, aber das ist ein perfekter Angriff. Jetzt muss nur noch der Querpass ankommen, der kommt an. Und der Schuss direkt in der Fanghändchen vom Goalie. Oh nein, scheiße, es geht schon ein Pass und sehr schöne Parade vom Bader. Oh oh, das wird gefährlich, der Metall. Nein, 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 schön, Goalie. Und wir fahren jetzt gerade den Konter. Zack, ich weiß nicht, ob er mitkommt. Also wir schiessen einfach auf den Goalie-Leier. Wir sind im zweiten Drittel und Handschieben. Wir können den Angriff wirklich fahren. Pass. Schuss und Goal! Auch im zweiten Drittel starten wir direkt mit einer Kiste vom EVZ. Perfekt! Ein scheiß Fehlpass da. Oh, fuck! Ui! Oh, jetzt komm. Jawohl, perfekt! Perfekt! Einfach nur richtig geil Spiel gewesen. Wir führen 3:0 gegen die Kloten Flyers. Machen wir noch eine Kiste im zweiten Drittel. Nein, oder doch? Nein, leider nicht. Da, nein, da ist die Sirene. 3:0-Führung ist schon etwas Schönes, aber der Sieg ist noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Solange wir aber 0 halten können, wäre das richtig gut. Oh mein Gott, hey. Pass, jawohl, und rein mit dieser Scheibe, nein. Das dritte Drittel war bisher richtig langweilig. Da kommen aber Kloten Flyers. Sie kommen nicht dazwischen, aber unser Goalie, der Bader, der saved das. Schaffen wir es, zum den Shutout zu holen oder nicht? Kloten auf jeden Fall probiert alles Mögliche, um das zu verhindern, dass wir unseren ersten Shutout haben. Aber wir wollen das. Und komm, yes! Eigentlich hätte ich das am Pass gegeben. Und dann ist der Schuss gleich aufs Goal und dann abprallen. Keine Ahnung, auf jeden Fall mit riesigem Glück machen wir das 4:0. Meine Güte, ist das ein geiler Match. Wir haben jetzt noch ein Powerplay. Das ist doch perfekt, um den nächsten Treffer zu erzielen. Und da ist der nächste Treffer. 5:0. Wir haben doch nur ein Ziel eigentlich noch, und das ist ein Shutout. Aber auch weitere Goal würden wir sehr gerne nehmen. Aus dem Grund greifen wir weiterhin an. Mit ein bisschen Glück können wir vielleicht noch mal eins erzielen. Nein, leider nicht. Aber die letzten paar Sekunden sind am Laufen. Wir sehen, wir bleiben live dabei. Denn das heisst Shutout. Yes! Wir haben unseren ersten Saison-Shutout geholt. Und das gegen Kloten Flyers. Richtig geile zwei Matches waren. Der erste brutal spannend. Der zweite weniger spannend. Jedoch einfach geil vom Resultat. Da haben wir einen Shutout geholt. Also wenn du bis jetzt geschaut hast und dir das Ganze gefallen hat, dann würde ich mich sicher mal über ein Abo von dir freuen und erst recht auch noch über einen Daumen nach oben zu dem Video. Jetzt stellt sich die Frage, sind wir jetzt nach dem zweiten Sieg, also nach diesen zwei Siegen, mit einer Verlängerung, ich rede komisch, aber auf was will ich raus, sind wir jetzt auf dem ersten Platz und das sehen wir jetzt. Yes, wir haben es geschafft. Wir sind auf dem ersten Platz und das Ganze mit einem Punkt Vorsprung vor dem HC Davos. Und genau gegen den HC Davos spielen wir in der nächsten Episode. Oh mein Gott, wird das geil. Ich freue mich sowas auf die nächste Episode. Wenn auch du dich darauf freust, dann schreib doch jetzt unten in den Kommentaren her. Hashtag Vorfreude, weil das wird einfach nur richtig geil. Jetzt sind wir jedoch trotzdem am Ende angekommen. Ich danke dir noch fürs Zuschauen und wünsche somit noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!